Die Gewalteskalation in Odessa, bei der über 40 Menschen starben, einige reden von vielen mehr, war so Beobachter vor Ort keine Tragödie, das Verbrennen dutzender Menschen keine Verkettung unglücklicher Umstände. Es war ein kaltblütig organisiertes Massaker durch faschistische Kräfte. Der paramilitärische rechte Sektor hatte hunderte seiner Anhänger, die sich zumeist aus der Ultraszene eines Charkower Fußballclubs rekrutieren, nach Odessa geschickt. Dort taten sie sich mit örtlichen Ultranationalisten zusammen, um in die Schlacht zu ziehen. Schon zu Anfang fiel unter den gewöhnlichen rechtsradikalen Fußballfans eine Gruppe gut ausgerüsteter Kämpfer mit Schilden, Helmen, Knüppel, Luft- und Infanteriewaffen auf, heißt es in einem Bericht der linken ukrainischen Organisation Borutba. Ziel der rechten Kämpfer war ein von Gegnern der Kiewer Putschregierung nach dem Vorbild des Maidan errichtetes Zeltlager vor dem Gewerkschaftshaus, das entgegen der Darstellung einiger Medien nicht zuvor von pro-russischen Aktivisten wie auch kein anderes Gebäude in Odessa besetzt worden war. Die Aktivisten des Camps, viele davon Ältere und Frauen, waren unbewaffnet und den rund 1000 gut organisierten Angreifern hoffnungslos unterlegen. Unter Einsatz von Schusswaffen, Gasgranaten und Molotow-Cocktails trieben die nationalistischen Angreifer die Menschen in das Gewerkschaftshaus, nachdem das Zeltlager abgebrannt worden war. Doch die Zufluchtsstätte wurde zu einem Massengrab, als die Faschisten unter Parolen wie »Lasst sie uns abfackeln« oder »Alle bis auf den Letzten umbringen« Feuer legten und dafür sorgten, dass niemand die Ausgänge verlassen konnte. Herbeieilende Feuerwehrwagen wurden von den Maidan-Anhängern in Beschlag genommen, um den Löscheinsatz zu verhindern. Auch sonst waren die Ereignisse von bestialischen Szenen geprägt. Viele von denen, die sich vor den Flammen durch einen Sprung ins Freie retten wollten, wurden Opfer eines regelrechten Blutrausches, in denen sich die Faschisten gesteigert hatten. Sie erschlugen ihre Opfer wie Vieh. Nicht alle, die in dem Haus den Tod fanden, kamen durch Flammen oder den Rauch um. Wie Augenzeugen berichteten, drangen Maidan-Anhänger bereits vor Brandlegung in das Gebäude ein und exekutierten ihre Gegner regelrecht. Es soll weitaus mehr Tote gegeben haben, als von Kiew gemeldet werden. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben jedoch nicht. Bildaufnahmen von Leichnamen aus dem Inneren des Gebäudes lassen gezielte Hinrichtungen vermuten. Ein besonders verstörendes Foto zeigt eine tote Frau, die sich in einem Zimmer befand, das offenbar von jeglicher Brandeinwirkung verschont geblieben war. Die Hochschwangere war offenbar erdrosselt worden. Führend beteiligt an dem Massaker waren neben Einheiten des rechten Sektors die 14. Hundertschaft der Selbstverteidigung des Maidan, eine besonders gewalttätige Schlägertruppe, die ebenso wie die Gruppen des rechten Sektors in der Nationalgarde eingegliedert worden war. Der ehemalige Kommandant des Maidan, Parubi, der einst die faschistische Sozialnationale Partei, heute Swoboda, mitbegründete und mittlerweile der Vaterlandspartei angehört, ist nun Vorsitzender des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrats der Ukraine und damit maßgeblich verantwortlich für den Aufbau und den Einsatz der Nationalgarde. Nach dem Massaker wurden die Anhänger des rechten Sektors unter Polizeischutz wieder nach Charkow geleitet, während mehr als 100 überlebende Opfer des Pogroms festgenommen wurden. Einem Teil von ihnen soll der Prozess wegen Separatismus gemacht werden. Auf Twitter und in sozialen Netzwerken bejubeln Anhänger des rechten Sektors und des Euromaidan das grausame Massaker von Odessa. Doch sogar von Regierungsverantwortlichen gab es Lob. Der Gouverneur des Gebiets Wladimir Newirovsky fand lobende Worte für die Mörder, ausgerechnet die Brandstifter, deren Feuer Dutzende Menschen das Leben gekostet hat, nahm der Gouverneur ausdrücklich in Schutz. Um bewaffnete Terroristen zu neutralisieren, sei das Vorgehen legal gewesen, zitiert ihn der Spiegel. Auch Julia Timoschenko von der Vaterlandspartei, von der durch ein geleaktes Telefonat bekannt ist, dass sie am liebsten Millionen russischsprachiger Ukraine mit Atombomben auslöschen möchte, begrüßte das Pogrom. Das Verbrennen der Menschen habe dem Schutz von Verwaltungsgebäuden gedient. Die Maidan-Brandstifter seien friedliche Demonstranten. Auch die selbstproklamierte Regierung in Kiew verhöhnte die Opfer und deckte die Täter. Sie machte wahlweise den russischen Geheimdienst FSB, der Jurepräsident Janukowitsch oder die sich im Gebäude aufhaltenden Terroristen für den Brand verantwortlich. Auch die Falschmeldung, wonach sich unter den Toten hauptsächlich Menschen aus Russland und Transnistrien befunden hätten, stammte von der Kiewer Regierung. In den Stellungnahmen westlicher Politiker wird der Massenmord in Odessa zwar bedauert, eine Benennung oder gar Verurteilung der Täter unterbleibt indes. Selten wurde ein Pogrom in seinem ganzen Ablauf so gut dokumentiert. Auf unzähligen Videos, viele davon selbst von den prahlenden Tätern ins Netz gestellt, ist der Tathergang genau nachzuvollziehen. Das Pogrom von Odessa steht auch für einen neuen Tiefpunkt in der Ukraine-Berichterstattung der deutschen Massenmedien.
Diese weigerten sich beharrlich, den Ablauf sowie die Mörder klar zu benennen.